Infineon ist ein Unternehmen der Mikroelektronikindustrie. Das sind die sogenannten Halbleiter, kleine Mikrochips, die wir bei Infineon Österreich entwickeln, produzieren und auch mit weltweiten Kundenprojekten an den Markt bringen. Die Märkte oder gesellschaftlichen Herausforderungen, die wir bedienen, sind in erster Linie Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Infineon Österreich hat das Glück, als Standort für fast die gesamte Wertschöpfungskette verantwortlich zu sein. Wir sind verantwortlich für das Geschäft mit Energieeffizienzchips, haben die Produktentwicklung dafür auch in Villach und wir haben eine große Produktion, Frontend-Produktion nennt sich das, genauso wie ein Sales Office in Wien. Das heißt, hier kann man von der Entstehungsgeschichte bis zur Kundenanwendung eines Mikrochips lernen und mit dabei sein. Und das an den Standorten Villach, Klagenfurt, Graz, Linz und Wien. Ich halte Praktika für extrem wichtig, weil sie nicht nur helfen, die eigenen Stärken und Interessensgebiete klarer zu erkennen. Jugendliche tun sich sehr schwer bei der Vielzahl an Möglichkeiten, die heute die Wirtschaft anbietet, herauszufinden, was kann ich wirklich gut und was möchte ich im Leben machen. Da helfen Praktika. Zum Zweiten helfen sie, Arbeitserfahrungen in einem Unternehmensumfeld zu erlangen. Schule, Universität ist nicht so organisiert heute, wie es Unternehmen sind. Und ein Arbeitsrhythmus in einem vor allem international tätigen Unternehmen kennenzulernen, die Arbeitsabläufe, Prozesse zu erleben, das bringt Lebenserfahrung. Und zum Dritten, glaube ich, ist es heute fast schon Standard, dass auch bei Bewerbungen eine Buntheit an Praktika und Praxiserfahrungen immer ein Vorteil sind. Grundsätzlich sind sicher Kandidatinnen und Kandidaten der YPD-Challenge engagierter, weil sie sich schon einmal etwas überlegt haben, überhaupt teilzunehmen, mitzumachen. Sie haben Ehrgeiz und sie sind auch gewohnt, im Team zu arbeiten, sonst kommen sie nicht zum Ergebnis. Infineon ist ein Technologieunternehmen, das weltweit agiert und wir brauchen engagierte, gut ausgebildete junge Talente, um unsere Themen auch gut bewältigen zu können. Daher suchen wir diese Talente in Österreich, aber auch überall sonst auf der Welt und YPD ist eine ganz tolle, kreative, andere Möglichkeit, an engagierte Menschen heranzukommen. Das Wichtigste ist sicherlich die Einstellung zum Unternehmen, zur Arbeit, die diese Praktikanten dann machen. Das heißt, Neugierde, Offenheit, Teamfähigkeit sind die wichtigsten kulturellen Werte, die wir brauchen. Respekt auch vor anderen. Und dazu kommt natürlich idealerweise ein technischer Background. Muss nicht sein, aber das sind die Jobs, die wir am ehesten auch besetzen können. Wir machen die Bereiche immer vom Background, vom Alter, von der Ausbildung der YPDler abhängig. Das heißt, es sind jeweils individuell maßgeschneiderte Programme.